Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Fachpersonal bestimmt. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit Kraftstoff. Das Kraftstofffördermodul und die Tankgebereinheit, die Motorservice für die aufgeführten Fahrzeuge anbietet, unterscheiden sich von den herstellerseitig eingebauten Bauteilen. Diese Unterschiede sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. So ist das Fördermodul von Motorservice für E10 geeignet. Und es hat eine geringere Stromaufnahme bei gleicher Leistung. Beachten Sie bei einer Bestellung den genauen Motortyp und eine mögliche Abgrenzung nach Fahrgestellnummer, Motorcode und Baujahr. In Fahrtrichtung betrachtet befindet sich das Fördermodul auf der rechten Seite des Satteltanks. Die Tankgebereinheit befindet sich auf der linken Seite. Leitungen für Kraftstoff und Elektrik verbinden Fördermodul und Tankgebereinheit durch die Engstelle der beiden Tankseiten. Bei einem Austausch der Tankgebereinheit muss deshalb auch die Seite des Fördermoduls geöffnet werden, um die Leitungen auf dieser Seite zu lösen. Das Fördermodul hat keinen Stromanschluss im Flanschdeckel. Die Stromversorgung erfolgt durch den Anschlussstecker an der Tankgebereinheit. Bei der Tankgebereinheit von Motorservice sind beide Rücklaufleitungen durch einen Y-Verbinder zu einer Leitung zusammengeführt. Deshalb hat die Rücklaufleitung von Motorservice nur einen Anschluss. Der 90 Grad Quick-Connector der Druckleitung ist gleich. Tankgebereinheit und Fördermodul können einzeln oder paarweise durch das entsprechende Bauteil von Motorservice ersetzt werden. Dadurch ergeben sich vier Einbausituationen. Falls noch kein Austausch stattgefunden hat, ist dies die Einbausituation, die Sie vorfinden. Die Druckleitung ist mit einem 90-Grad-Quick-Connector direkt auf der Kraftstoffpumpe aufgesteckt. Die beiden Rücklaufleitungen sind am Kraftstofffördermodul eingeklipst. Der Stecker der elektrischen Leitung zur Tankgebereinheit befindet sich unter den beiden Rücklaufleitungen. Die folgende Einbausituation ergibt sich, wenn Sie nur das Kraftstofffördermodul austauschen. Aufgrund des beengten Bauraums zeigen wir Ihnen dies zur besseren Sichtbarkeit außerhalb des Tanks. Stecken Sie die Druckleitung mit dem 90 Grad Quick-Connector auf das gerade Schlauchstück der Kraftstoffpumpe. Klipsen Sie die beiden Rücklaufleitungen am Fördermodul ein. Stecken Sie den Stecker der elektrischen Leitung zur Tankgebereinheit am Fördermodul ein. Die folgende Sequenz zeigt die Einbausituation, wenn Sie nur die Tankgebereinheit austauschen. Stecken Sie den elektrischen Stecker der Tankgebereinheit in die Buchse unter der Rücklaufleitung. Klipsen Sie die Rücklaufleitung mit geradem Quick-Connector in einen der beiden freien Halter am Fördermodul ein. Stecken Sie die Druckleitung mit dem 90 Grad Quick-Connector direkt auf die Kraftstoffpumpe. Als letztes sehen Sie die Kombination, falls Sie Kraftstofffördermodul und Tankgebereinheit austauschen. Stecken Sie die Druckleitung mit dem 90 Grad Quick-Connector auf das gerade Schlauchstück der Kraftstoffpumpe. Klipsen Sie die Rücklaufleitung mit geradem Quick-Connector in einen der beiden freien Halter am Fördermodul ein. Stecken Sie den Stecker der elektrischen Leitung zur Tankgebereinheit am Fördermodul ein.
führen Sie die Leitungen für Kraftstoff und Elektrik vorsichtig durch die Engstelle der beiden Tankhälften. Setzen Sie Kraftstofffördermodul und Tankgebereinheit jeweils so in den Tank, dass der Pfeil auf dem Flanschdeckel auf die Markierung am Tank zeigt. Beim Austausch der Tankgebereinheit muss das Schlauchstück der Vorlaufleitung auf ca. 80 mm gekürzt werden und der mitgelieferte 90 Grad Quick-Connector angebracht werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem örtlichen Motorservice-Partner oder unter den eingeblendeten Webadressen.